Leute, es geht jetzt weiter mit unserem Undertale Let's Play. Ich habe mir hier noch ein paar interessante Easter Eggs rausgesucht, die wir diese Folge eventuell dran nehmen können. Oh, da ist nochmal das rechte Monster. Ja, genau, das wäre das. Hier werde ich jetzt gleich noch ein Bild einsenden, wie es eigentlich aussehen sollte. 5, 4, 3, 2, 1. Jetzt. So, das Bild sollte jetzt hier zu Ende sein. Dann. Zuerst kümmern wir uns um Final Frogget, weil der ist recht einfach. Ich glaube, Mystify, du hast etwas Mysteriöses getan. Final Frogget hat realisiert, dass er mehr von dieser Welt lernen kann. Überlegenes Grog? Oh, shit. Verdammt, ich habe wieder die Ballettel verkackt. Na gut, aber einen können wir uns sperren und den müssen wir jetzt, glaube ich, ja. So, den müssen wir jetzt mobben. Ach, scheiße. Ich bin so schlecht da drin. So, hier. Pick on. Wie? Oh, das... Okay, gut. Das ist von viel zu viel unterschiedlich. Okay, sorry. Scheiße. Oh, Gott. Es könnte sein, dass wir jetzt schon wieder direkt sterben. Du hast ihn nicht gemobbt. Endlich. Irgendjemand versteht es. Oh, Gott, nee. Die Dichter an... Scheiße. Oh. Ich will. Ich hab die Ballettwahl verkackt. Sorry, Leute. Ich hab's irgendwie nicht drauf, wenn ich erkältet bin. Ja, gut. So, dann geht's jetzt direkt weiter. So, ich habe hier noch ein paar interessante Effekte jedenfalls herausgefunden, die wir ausprobieren können direkt. Oh. Und, ja. Dann kommen jetzt hier direkt. Yeah, don't pick on. Don't pick on me. Habe ich auch nicht, keine Sorge, Kollege. Oh, scheiße. Ich bin die Ballettel hier wieder übelst am Verkacken. Na gut, einer ist weg, der schwierigere schon. Und den hier weichen wir sowieso locker easy aus. Das ist ja kein Problem. Ah, ja, das ist kein Problem, haben wir gesehen. So, hier, Mystify. Komm, diesmal aber. Diesmal werden wir gewinnen. Was war das für ein schöner Jump? So, hier, komm. Ich komme aus dem Raum nicht raus, ohne mich zu verletzen. Komm. Jetzt. Nein, stopp, halt, stopp. Jetzt rede ich. So. Bitte kein Angriff. Scheiße. Och. Ich hatte ab jetzt die Kämpfe raus. Ihr habt genug davon gesehen. Bis gleich. Ja, ich hab's heute geschafft. So weiter geht's. Oh, das ist so ein krasses Puzzle. Ich glaube, hier werden wir Probleme haben. Wupp, es geht weiter. Ring. Hallo? Historiell. Jetzt ohne einen bestimmten Grund. Was magst du mehr? Zimt oder... Was ist das nochmal? Karamell. Ich würde mal sagen Karamell. Oh, verstehe. Vielen Dank. Ich danke dir. Ring. Hallo? Hier ist Toriel. Aber du hast nicht Cinnamon, oder? Ich weiß, was du mehr magst, aber... Würdest du dich jetzt mit der Nase von dem Teller wegdrehen? Okay, okay. Ich verstehe. Danke, dass du so geduldig bist nebenbei. Klick. So, weiter geht's. Dann, oh Gott. Ja, ich cut das wieder raus. Ich hab's geschafft. Ich hab's geschafft. Oh Gott. Ich werde nie wieder im Hard Mode spielen. So, hier. 3 von 4 grauen Steinen empfehlen dir, sie wegzudrücken. Dann halten wir uns mal. Das werde ich mir jetzt hier an die Wand hängen. Das ist mein neues Lebensmotto. So. Ich erinnere mich noch daran, wie ich hier im Genocide gespielt habe. Ah, das war da so einfach. Aber das ist nicht Genocide. Na gut, aber bei Genocide bekommt man auch ein extrem schlechtes Gefühl. Ach ja, das hier, Genocide wird übrigens die Fortsetzung von. Also ich hätte noch Genocide machen, dann ist das. Was? Was sind das hier für. Okay, ich weiß auf jeden Fall, dass das die letzte Form sind von Mods Mails. Aber ich habe die noch nie gesehen. Auch nicht im True Pacifist. Wir legen uns einfach mal hin. Du legst dich hin und ruhst dich aus. Oh. Moldessa bedeckt dich mit einer mit einer Decke aus Moos. Voll süß. Während du schläfst, wurden die anderen Monster gelangweilt. Okay, die Geräusche kann ich nicht nachmachen. Oh Gott, scheiße. Okay, gut.
So muss das aussehen. Habt ihr es gesehen? Diesmal haben wir vielleicht auch eine Chance, hier heil rauszukommen. Da, jetzt explodiert auch nicht mehr jedes zweite Scheißteil. So, hier dann jetzt hier fix. Du berührst mal das Gesicht. Nee, du veränderst mal das Gesicht. Es scheint mit seinem neuen Look glücklich zu sein. Das hat gut getan. So, das Let's Play ist viel schwieriger als das zu spielen. So. Was? Wie? Oh. Ah! Überlebt. Also, ich würde es jetzt nicht überlebt nennen. Na gut, Gott sei Dank geht so nicht das gesamte Let's Play weiter. Das ist hier nur der Anfang. Ich weiß nicht, wie weit wir heute noch kommen, wenn es hier so weitergeht. Ich... diesmal nicht, Kollege. Ich weiß es nicht, sorry. So. Aber gut, jetzt hier... gut, das haben wir überlebt. Ich werde, sobald wir mit fertig sind, auch werde ich erstmal das dann noch mal gerade im normalen Modus durchspielen mit dem Namen Shire und werde den Zusammenschnitt machen, wie es normalerweise aussieht. Da fällt mir ein, hier ein Funny Fact, okay, das ist auf jeden Fall die letzte Form von Wedget heute. Hier wird jetzt auch ein Video, ein Bild eingeblendet. So, Bild zu Ende. Aber ich hab's noch nie gesehen. Mal gucken hier, Hiss. Sei nicht fies! Scheiße. Okay, das ist aber... ich hätte jetzt fast gesagt, das wäre eine Easy Balletel. Ich glaube, da habe ich... Pasiks Schlangen verändern sich, um den Hairstyle zu changen. Mohawk, Pferdeschwanz, Undercuts. Okay. Wir überspringen... oder... ich weiß nicht, bin ich so hardcore gekommen. Basnik missversteht dich und schießt ein paar leckere Schlangen auf dich. Es ist eine grün leckeren Schlangen. Ach nee, ich habe ihm vorhin doch eine ganz... so, versuchen wir es jetzt nochmal. Versuchen wir es einfach nochmal. Hier kommen Gegner, die habe ich wirklich im True Pacifist Mode überhaupt nicht gesehen. Könnte auch sein, dass ich einfach verschlafen habe oder an was auch immer das liegt. Na gut, also, Funny Facts, die meisten Spieler denken, wir müssten jetzt alle Steine hier umlegen, um dort die Stacheln zu entfernen, aber wir können auch einfach den untersten Stein wegmachen. Wow, warte, Partner! Wer hat gesagt, dass du mich herumschieben kannst? Hm? Also fragst du mich, hier rüber zu bewegen? Okay, nur für dich, Kürbis. Hm? Du willst, dass ich mich etwas mehr bewege? Okay, okay, wie wär's hiermit? Lol, Hauptsache Frisk schiebt sich mit. Okay, gut, Final Frog, das ist easy. Glaube ich. Habe ich schon zu oft gesagt. So. Ja, gut, das ist Gott sei Dank die einfachste Attacke, die irgendein Gegner haben kann. So. Dann hier. Das war die falsche Richtung. Okay, ich glaube, ich hab's verstanden. So, ja, die Stacheln sind dort jetzt jedenfalls unten. Jetzt können wir auch hier das noch machen. Ja, war absolut irrelevant. Ich hätte es nicht machen sollen. Ach gut, dir gehen ja. So, hier Acts, Modessa, hier Lie Down. Ich cut das raus, ihr kennt es ja schon. Oh, ich sollte hier vielleicht... Ich hab's fast unbeschadet geschafft. Und der Stein ist weggegangen. Warte, wenn wir uns hier... okay, wir können es nicht darauf schauen. Hm, du willst von mir, dass ich dort bleibe? Boah, du willst ja von mir richtig, dass ich arbeite. So, jetzt hier. Sind die Sachen nicht einfacher, wenn du fragst? Ja, also der Stein, der ist mein Vorbild. So, komm hier. Compliment, komm. Not, not. Oh Gott, ich hasse diese Form. Sein. Das ist nicht sein Ernst, so. Das ist jetzt übrigens der 7. Versuch. Endlich, Gott sei Dank, so. Mit dem Wissen, dass die Maus irgendwann das Loch verlassen wird und den Käse holt. Das füllt dich mit Entschlossenheit. So. So hier. Der Käse ist dort schon sehr lange. Er klebt am Tisch. Ja, weiter. Oh, ein Geist. Der ist noch nicht weg.
Der Ghost bleibt dabei laut und zu wiederholen zu sagen, um so zu tun, als würde er schlafen. Willst du das mit Gewalt wegbewegen? Jo. Hier kommt Napsterblock. Napsterblock, das ist ein Wortspiel aus mehreren Worten. Ja, also es gibt mehrere. Einmal ist das eine Anspielung an Napsterblock oder so ähnlich. Das ist eine Website, wo man Musik teilen kann. Der Geist ist nämlich Musikant, ein Geistermusiker genau gesagt. Ihr hört hier im Hintergrund jetzt seine Musik. Das ist noch das Vorbild von vielen anderen Musikthemes hier. Geistermusiker sind Musiker, welche deren Musik verkaufen an Leute, welche das als deren Musik ausgeben dürfen. Und das andere Wortspiel oder der andere, wie man seinen Namen erklären könnte, ist Step, also die Sporen und Look. Das ist praktisch eine Anspielung auf den Blick, den er gerade wirft. Und Nap ist eine Anspielung auf Nickerchen halten, was halt darauf hinweist, dass er hier gerade geschlafen hatte. So, warte, ich muss gerade was trinken. Also jedenfalls, hier kommt Napstep-Look, so wie immer. So, hier kommt, mal gucken. Oh, wir können mit dem Geist flirten. Was wollen wir mehr? Ich würde dich nur runterziehen. So. Steht da? Was? Okay, das ist mir zu viel. So, hier. Jetzt, wir können auf und dann. Du hast Napstep-Look einen netten, ein geduldiges Lächeln gegeben. Oh, ach du Scheiße. Ich fühle mich gerade wirklich nicht danach. Tut mir leid. So, komm, nochmal hier aufcheeren. Du hast Napstep-Look einen kleinen Witz erzählt. Hehe. Bitte nicht die Tränen. Das ist hier eines der Ballet hält sich am meisten hast du da hier. Da. Drink erscheint Napstep-Look. Ja, jetzt habe ich vergessen. Ich hab's verkackt, Leute, sorry. So. Napstep-Look will dir was zeigen. Lass mich mal versuchen. Ich nenne es Napstep-Look. Boah, das war cool. Magst du es? Das ist voll cool. Wie können wir jetzt hier, komm. Oh. Ich komme normalerweise immer in die Ruinen, weil da niemand da ist. Aber heute habe ich jemand Nettes gefunden. Oh. Ich gehe da mal wieder. Ich muss ja aus deinem Weg gehen. So, Napstep-Look ist voll nett. So, hier ist jetzt genau. Unten können wir uns dann noch was essen holen hier. Wir haben hier noch Items. Ja, wir haben zwar noch die Monster Candies, aber ich habe jetzt durch das Dings mit den Gegnern so viel Geld verdient. Komm, holen wir uns mal einen Saft. So, hier, Item. Spinnensaft oder so würde ich es übersetzen. Keine Ahnung, Info. Spinnensaft! Gemacht aus ganzen Spinnen, nicht nur der Saft. So, das ist doch jeder gerne. Willst du 7 Gold in dem Netz lassen? Jo. Eine Spinne ist da runtergekommen und hat dir einen Donut gegeben. Mal gucken, was hier steht. Info. Spinnendonut hält 12 HP. Ein Donut. Gemacht mit Spinnen. Mit Spinnensaft in. Das ist besser, keine Ahnung. Müsste selbst daraus und so. Hier, was steht hier? Spinnenbäckerei. Alle Einnahmen gehen zu richtigen Spinnen. Ja, diese Spinnenbäckerei hat noch eine nähere, eine tiefere Geschichte, die werde ich euch später erklären. So, hier. Hast du es verpasst? Die Spinnenbäckerei ist unten rechts. Kommt, ist zu essen. Gemacht von Spinnen, für Spinnen, aus Spinnen. So. Da. Da ist eine Ameisen, da ist ein ameisengroßer Frosch in einem Wandritz. Er winkt zu dir. So. Dann hier. Rappt, rappt. Ich habe gehört, F4. Mit F4 kannst du einen vollen Squid bekommen. Aber wofür steht F4? 4 Frösche? Ich habe hier nur ein Maximum von 3 Fröschen in diesem Raum gesehen. Also, denke ich auf jeden Fall mal. Rappt. Ja. Normalerweise hier steht hier noch ein Frosch und den unsized Frog in der Wand hat er halt nicht entdeckt. Wie?
Ich kenne diese ganzen Gegner nicht. Gehen wir mal eben. Ich liebe es zu lachen. Ich weiß ja, was die ersten Entwicklungsformen von denen sind. Ich werde sie euch auch zeigen, wenn es soweit ist. So. Mal checken. Ja, ich werde euch hier zeigen, was diese wie diese Viecher in einer normalen Form aussehen, in einem normalen Scheiße, wenn man normalerweise spielt. Werde ich euch hier demnächst auf jeden Fall mal zeigen, wenn ich das halt das zweite Mal durchspiele. Also hier den Anfang, jetzt nicht im Hard Mode, sondern mit dem Namen Charan statt Frisk. Oh Gott. Wir werden das hier aber auch nicht kommen. Das tun wir uns nicht an, wir fliehen. So, jetzt hier zum nächsten Frosch. Rabbit, Rabbit. Ich habe gehört, dass du sehr gnadenvoll bist für einen Mensch. Bestimmt weißt du, dass ein Monster einen gelben Namen bekommt, wenn du es verschonen kannst. Was denkst du davon? Ist schlecht. Wirklich? Dann werde ich es meinen Freunden sagen, damit die es deren Freunden sagen. Benutzt niemals gelben Namen. Wie wär's damit? Bitte keine gelben Namen mehr. Okay. Ich werde denen sagen, dass sie keine gelben Namen benutzen sollen. So, jetzt werden wir mit ihm sprechen. Rabbit, Rabbit. Und wie kommst du voran ohne gelben Namen? Super. Glückliches zu hören. Auch wenn ich nicht weiß, was du gegen Gelb hast. Du solltest hoffen, gar keinem bananenähnlichen Monster zu begegnen. Witzigerweise gibt es das in diesem Spiel auch nicht, obwohl es so ziemlich alles sowas gibt. Rabbit, Rabbit. Wie geht's dir ohne gelbe Namen? Das ist super. Glückliches zu hören. Wie geht das hier nochmal? Irgendwie können wir auch noch den Namen Pink stellen. Ich hab's nur vergessen. So, Nun, das letztes Jahr war es gut, pinke Namen zu haben. War sehr an Mode. Ich denke, jeder hat die irgendwo in seinen Kleiderschränken. Ich werde jedem mal sagen, dass er mal gucken soll. Aber das ist das letzte Mal. So. Rabbit, Rabbit! Ich hoffe, du bist gesättigt. Jo, perfekt. Jetzt sind hier die Monsternamen alle lila und das werden wir jetzt hier auch so lassen, solange wir das Let's Play im Hard Mode spielen. Das ist ja bald zu Ende. So im Hard Mode, dann geht's wieder normal. Hallo? Ich habe eine Frage. Magst du auch noch andere Sachen als Karamell oder Zimt? Nein? Oh, warum ich frage? Ich werde mal gucken. Ja. Ich weiß nicht, hier sind normalerweise noch Vegetoids. Sind sie jetzt hier auch im Hard Mode? Ja, sind hier nachher diese, wie viel Leben haben wir gerade? Komm, gehen wir das Risiko ein. Die sollten jetzt eigentlich diese Hardgegner sein, mit. Ja, Parsnick. Komm, dann finden wir jetzt heraus, wie es geht. Okay, jetzt können. Jetzt hier die zweite Runde können wir eh fliehen. Ach, scheiße. Bitte, so komm. Gut, wir haben es geschafft. Na, überspringen wir sie einfach und gehen hier direkt zum Mittelschal. Oh Gott. Bitte. Nee. Nee, bitte nicht. Komm, hier den Donut direkt. Komm, fressen. Yes. Scheiße. Boah, ich bin hier so schlecht gerade in der Bolletel. Komm, fliehen. Wir sind entkommen. Perfekt. Weil das hier würde ich beim besten Willen nicht umsetzen können. Versteh's nicht. Ich hab Flau überlebt, ich hab Esriel überlebt, ich hab Esker überlebt, aber ich scheitere hier dran einfach. Na gut, dann. Gleich sind wir eh durch mit dem Hard Mode. Wenn du das hier lesen kannst, dann drück den blauen Hebel. Der blaue ist hier oben der. So, jo, ein Klick-Sound. Und. Das ist hoffentlich überlebbar. Komm, hier, Kompliment. So, Attack ist gedroppt. Das heißt, es ist nicht so schlimm, wenn wir jetzt getroffen werden. Oh Gott, ich sterbe hier jetzt gleich noch. Komm, wir essen jetzt hier erstmal irgendein Item, bevor
wir ongoing. So, und dann fliehen wir hier. Stimmt. Wartet, wir gucken jetzt mal, ob er noch was anderes sagen kann. Ah ja, jetzt tanzt er genau. Das ist bei seinen normalen auch so. So, jetzt haben wir ihn auch noch so besiegt. Dann, was sollen wir hier klicken? Den roten. So. Oh Gott. Komm, bald haben wir keine mehr. Es ist so hart im Hard Mode. Ich habe es mir wirklich einfacher vorgestellt. Ich dachte, der Hard Mode wäre hier wirklich nur so, wie er im Wiki beschrieben wird, eine Anreihung aus Scherzen und Verarschen. Aber dass der hier so anstrengend ist. So, jetzt den grünen, oder? Ja, den grünen. Ich hab's gewusst, ich hab's gepredicted. So, komm. Mit Your Spell checken. So. Der wirft mit seinen Schlangen herum, dieser Jongleur. Komm, jetzt können wir fliehen. Ja, perfekt. Dann gehen wir an den gelben, komm. Ne, an den grünen, so. Jetzt habt ihr auch mal gesehen, wie es hier in Pink aussieht. Wie gesagt, ich werde jetzt hier nach noch eine Zusammenfassung machen. Daraus wird wahrscheinlich die nächste Folge bestehen, wie es im Normalfall aussieht. So, hier. Rappet, rappet. Nur zwischen dir und mir. Ich habe Toriel hierher rauskommen sehen vor kurzer Zeit. Normalerweise trägt sie hier Backmaterial her, aber dieses Mal hat sie nichts getragen. Sie sah enttäuscht aus. Rippt. Ja, ich werde euch nachher noch später den Dialog zeigen, wie es normalerweise aussieht. Und hier bekommen wir das Spielzeugmesser her. Perfekt. So, das hätten wir in dem Run nicht brauchen, aber ich habe hier noch ein Easter Egg, das ich euch zeigen möchte, wofür wir halt, ja, das Messer brauchen werden müssen, weil wir es ansonsten einfach nicht hinkriegen. So, den Stock haben wir jetzt im Inventar. Später, sobald es hier richtig losgeht, werde ich das Messer halt nicht aufsammeln. Hier beim zweiten World Crafters durch die Ruinen. Werde ich auch sowieso nur ein, ja, da werde ich auch sowieso nur eine Zusammenkattung von 10 machen, dann geht's noch direkt weiter. Oh, Liebling, guck, das hat länger gebraucht, als ich dachte. Oh, die hatte... Wie bist du hergekommen, mein Kind? Bist du verletzt? Hier, hier, ich werde dich heilen. Ich hätte dich nicht alleine lassen sollen für so lange Zeit. Es war unverantwortlich, zu versuchen, dich zu überraschen. Nun, ich denke, ich kann es nicht länger verstecken. Komm, Kleiner. Hier, der Baum voll traurig. Jedes Mal, wenn dieser alte Baum irgendwelche Blätter bekommt, fallen wir sofort weg. Jo. So, hier. So ein süßes Haus in den Ruinen zu sehen, hat dich mit Entschlossenheit erfüllt. Safe. So, ey, halt, stopp, jetzt rede ich. Riechst du das? Ich denke, dein Gesichtsausdruck meint, dass du es tust. Überraschung! Ich habe einen Schlangenkuchen gebacken. Ich dachte, wir könnten deine Ankunft feiern. Ich wollte, dass du eine schöne Zeit hier lebst. Also, ich... Hier, ich habe eine andere Überraschung für dich. Ja, im Normalfall bei dem Spiel gibt ihr uns einen Karamellkuchen. Aber das ist der Hardcore-Mode, gibt es uns einen Schneckenkuchen. Ja, der hat nur das gleiche, aber Gott sei Dank zu Ende. Dein eigenes Zimmer. Ich hoffe, du magst es. Brennt etwas? Fühl dich wie zu Hause. So, ja, dann schlafen wir mal. Ja, Schneckenkuchen. Du hast ein bisschen Schneckenkuchen gefunden. Ja, mal gucken hier, wie viel der heilt. Okay, ein paar HP. Ich glaube, beim Butterscotch-Beistand was ähnliches. So, dann hier jetzt Toriels Zimmer hier. Ein Geschichtsbuch. Hier ist eine zufällige Seite. Gefangen hinter der Barriere und angstvoll vor weiteren menschlichen Attacken haben wir uns zurückgezogen. Wir liefen weit, weit in die Erde, bis wir das Ende der Höhle erreichten. Das war unser neues Zuhause, welches wir nannten Zuhause. So großartig unser König auch ist, er ist extrem schlecht mit Namen. Hier das Feuer.
Das Feuer brennt nicht heiß. Es ist nur warm. Du könntest deine Hand reinhalten. Versuch's nicht, Frisk. Versuch's nicht. So, dann hier in der Küche mal gerade umgucken. Das ist das Stückchen Kuchen beeindruckt dich so sehr. Nee, die Größe des Kuchens beeindruckt dich so sehr, dass du es nicht essen kannst. So, hier. Der Herd scheint ziemlich sauber. Toril hat aber anscheinend stattdessen Feuermagie benutzt. Es ist weißes Fell im Abfluss. Ja, ratet wohl, von welchem kleinen Hündchen das kommt. Aus irgendeinem Grund ist der Markennamen Schokolade. Ja, welche wir auch aus der Oberwelt kennen. Wahrscheinlich Snicker oder sowas. So, hier. Schon wieder wach? Ich sehe schon. Falsche Stimme. Schon wieder wach? Ich sehe schon. Ich wollte dir nur sagen, wie glücklich ich bin, dass du hergekommen bist. Es gibt so viele alte Bücher, die ich mit dir teilen möchte. Ich möchte dir mein Lieblingskäferjagd Ort zeigen. Ich habe sogar deine Ausbildung vorbereitet. Nee, nicht Ausbildung, deine Erziehung vorbereitet. Das überrascht dich vielleicht etwas, aber ich wollte schon immer Lehrerin werden. Nun, vielleicht ist das doch nicht so überraschend. Aber trotzdem. Ich bin glücklich, dass du hier lebst. Oh, willst du irgendetwas? Was ist? Nix. Okay, red mit mir, wann immer du etwas brauchst. Nun, dann melden wir die Folge jetzt gleich mal, weil die ist schon etwas lang. Wir gucken uns davor aber noch gerade Tutorials mal an. So, ach ja, hier ist ein Spiegel. Du bist es! So, oh. Der Raum ist unter Renovation. Fail. So. Ah, hier. Ihr Tagebuch. Das ist Toriels Tagebuch. Willst du die eingekreiste Passage lesen? Jo. Du bist die Passage. Warum will das Skelett einen Freund? Oh. Ich muss mir jetzt... Wie kann ich den... das Wortspiel am besten übersetzen? Okay, am besten wir machen die Wortspiele auf Englisch, weil ansonsten sind die wirklich scheiße. Dies ist Toriels Tagebuch. Willst du die eingekreiste Passage lesen? Jo. Du riechst die Passage. Why did the skeleton want a friend? Because she was feeling lonely. Der Rest der Seite ist gefüllt mit anderen Scherzen vom selben Kaliber. Ja, ein wundervolles Tagebuch. So werde ich meins auch führen, wenn ich irgendwann mal eins habe. Definitiv größer als ein doppelt so großes Bett. So, hier. Es ist einfach nur ein alter, normaler Eimer mit Schnecken. So. Das eine... Tiefer. Okay. Ich hab's verkackt. Sorry, Leute. Aber das sind die was... Okay. Du guckst rein. Skandalös! Das ist Toriels Sockenschrank. Hier ist noch ein... der Kaktus. Die größte Zundere der Pflanzen. Ja, wer nicht weiß, was eine Zundere ist, hat im Internet nichts verloren. So, und das Ding sagt uns nichts. So, dann gehen wir in unser Zimmer, legen uns ins Bett, damit ich euch zeige, was dann passiert. Ach, noch passiert nichts. Später passiert aber etwas. Ja, später passieren da zwei Sachen. Dafür müssen wir auch noch gerade zwei Events auslösen. Aber das machen wir in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao. So, fail. Komm hier. Safe. Bam.